Ah. Hallo Leute, ich wollte kein Video machen in dieser einen Woche. Ich wollte ein bisschen Ferien machen. Seit 3 Jahren mache ich jetzt schon jede Woche 1 bis 2 Videos, manchmal auch ein bisschen mehr, wie ihr letzte Woche gesehen habt. Ich wollte mir mal eine Woche Ruhe gönnen und Steph, der Developer von SFS, denkt sich, nö, ich mache ein sehr, sehr kontroverses Update, das den Discord-Server komplett gespalten hat. Also da ist wirklich die Hölle los gewesen für locker 1,5 Stunden oder so. Deshalb doch hier ein Video. Und zwar werde ich diesmal beide Updates mit einbeziehen. Also das vorletzte Update und das, was vor kurzem rausgekommen ist. Nochmal ganz kurz, Leute, falls ihr das Update noch nicht habt, holt es euch nicht. Noch nicht, ja. Falls ihr das Update schon habt, habt ihr leider Pech gehabt. Man kann es nicht mehr ändern. Man kann nicht wie Minecraft Java einfach eine andere Version eintippen und dann die andere Version spielen. Also wenn ihr es habt, habt ihr leider schon Pech gehabt. Aber wir schauen jetzt mal das Update davor an, nämlich ich glaube 1.53.1. Das war ja ein Update, was schon vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Schauen wir uns das einfach mal an. Also, das hat sich eigentlich nur geändert in dem Update 1.53.1. Und zwar einmal hier Interface Opacity, also die Durchsichtigkeit des Interface, und hier einmal Scale, die Skalierung. Standardmäßig ist das, glaube ich, auf 110. Ja, das sieht noch ziemlich normal aus. Und wir können es einmal ganz hoch stellen, hier auf 120. Ihr seht auf der linken Seite oben unten, die ganzen Sachen sind eben größer geworden. Und wir können es einmal ganz klein machen, auf 80%. Das ist natürlich auch ganz toll. Ich werde das hier auf 100% lassen, also ein bisschen kleiner als vorher. Das macht es, glaube ich, einfacher bei einem relativ großen Bildschirm, die Sachen alle noch in der richtigen Größe zu haben. Also wenn es zu groß wird auf einem großen Bildschirm, dann ist halt extrem. Ich habe hier nicht so einen besonders großen Bildschirm, aber ich mache es trotzdem ein bisschen kleiner, damit ihr eben mehr von dem Spiel seht und weniger von den ganzen Sachen, die außenrum herumstehen. Okay, dann die nächste Sache, und dazu machen wir es einfach mal ganz groß. Und zwar seht ihr hier links die Teile. Und vorher war sehr viel mehr zu sehen. Jetzt seht ihr gerade mal bis zum Kolibri-Triebwerk. Und zwar, wenn man hier ganz am Rand direkt neben den ganzen Sachen hingeht, ohne dass ihr die selber berührt, also ganz dicht am Rand, das ist manchmal ein bisschen schwer, dann könnt ihr hoch oder runter scrollen, was ziemlich, ziemlich cool ist eigentlich. Man könnte so eigentlich eine Liste machen mit allen Teilen einfach. Dann könnte man die von oben nach unten durchgehen, vor allem wenn es noch viel mehr Teile wären und man nicht weiß, in welcher Kategorie die sind, dann könnte das auf jeden Fall leichter werden, die zu finden. An sich finde ich es eigentlich recht nett, vor allem wenn man einen kleinen Bildschirm hat und die Sachen dann auch winzig werden, dann ist das eigentlich ganz nett, dass man das einfach hoch oder runter scrollen kann. So, dann mache ich das mal wieder auf 100. Und dann natürlich Interface Opacity. Wir machen mal hier eine kleine Rakete, die ich euch dann, woran ich es euch dann zeigen kann. Und ich glaube, ihr wisst auch eigentlich schon, was das ist. Falls ihr den Beitrag gesehen habt, dann sollte das kein Wunder sein. Und zwar, diese Einstellung sorgt eben dafür, dass das Interface eben durchsichtiger werden kann. Und hier haben wir es auf 100% eingestellt und dann sieht das Ganze halt so aus, das ist völlig normal. Und wir können das jetzt hier verändern, wir können es zum Beispiel hier auf 50% machen und dann seht ihr, das ist alles so ein bisschen blasser, was ich sehr schön finde, muss ich sagen, ich bin davon ein Riesenfan. Zum Beispiel, wenn man Cinematics macht oder wenn man, wie ich als YouTuber,
eben Videos aufnimmt und Thumbnails macht, dann kann man das hier auch einfach ausschalten. Ihr müsst euch halt merken, wo die ganzen Sachen sind. Und dann kann man sowas hier machen. Also bis auf dieses Icon unten rechts sieht man halt gar nichts mehr davon. Was natürlich wunderschön ist, wenn man hier ein Thumbnail machen möchte, Klick, und dann hat man ein Bild ohne irgendwelche Sachen drauf. Und das war es auch ziemlich mit dem Update. Da kann man nicht wirklich was hinzufügen. Und deshalb gehen wir zum neuen Update 1.5.4. Und ich muss euch dann noch was zeigen. So, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich euch hier das noch zeigen. Das ist die Roadmap, die inzwischen auch aus dem Spiel heraus ist. Also wenn wir hier auf Ende und Hauptmenü gehen und auf Hauptmenü, da steht keine Roadmap mehr. Also das gibt es eigentlich nicht mehr. Deshalb, ja, habe ich das hier einmal eingeblendet. Ich sehe es natürlich nicht, aber ich weiß halt, was drauf steht. Und zwar haben wir hier diese verschiedenen Updates mit den Versionsnummern und mit dem Namen. Und die Sache ist die, ihr seht jetzt diese ganzen Updates, zum Beispiel hier 1.5.3 Reentry Update. Ja, das ist auch rausgekommen. Das ist ein wunderschönes Update. Jeder, so ziemlich jeder mag das. Ich auch. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich mag es, meine Raketen verglühen zu sehen. Und jetzt haben wir hier Update 1.5.4. Und da steht etwas von Partikeln und Sounds und so. Und ich muss sagen, dass ich nicht wirklich was davon sehe. Ja, also wir hatten hier dieses kleine Update bei 1.5.3, wo der Bildschirm halt gewackelt hat. Starten wir einfach mal. Also da hat natürlich der Bildschirm gewackelt, das gehört schon so ein bisschen ins Thema mit rein. Aber ansonsten habe ich bisher nicht so viel von den neuen Partikeln und vor allem nicht dem neuen Sound gehört. Ich mache mal laut, Achtung. Hier haben wir diese Tanks und die fallen gleich zu Boden. Ich glaube, das waren dieselben Partikel. Also das waren diese Vierecke, die so aufleuchten und danach diese Rauchkreise. Und es hat sich auch so ziemlich genau gleich angehört. Ich weiß also nicht, was aus diesem Update geworden sein soll. Ich weiß nicht, irgendwie wurde da was geändert an der Roadmap. Die ganze Roadmap ist verschwunden. Also scheinbar haben sich da irgendwelche Pläne drastisch geändert. Scheinbar schon. Jedenfalls haben wir jetzt hier dieses eine Update, wo praktisch nichts drin ist. Aber wir werden mal trotzdem durchgehen, was da überhaupt noch drin ist. Die erste Sache ist natürlich die offensichtliche, nämlich nicht, dass man jetzt irgendwie unendlichen Bauplan hat, sondern diese Sache hier. Erinnert ihr euch noch an mein Tutorial zum Clipping und zum BP-Edit? Ja, das funktioniert nicht mehr. Also Triebwerke zumindest funktionieren nicht mehr. Ihr könnt immer noch Tanks nehmen und die zusammen spachteln, aber bei Triebwerken wurde das deaktiviert. Und der Developer sagt das dazu, dass es ein Cheat werden soll und dass es eben natürlich, ich bin auch dafür, dass es eigentlich nicht ins Spiel gehört, weil es ein Bug ist und es ist jetzt ein bisschen persönliche Meinung, hätte ich vorher ansagen sollen. Jedenfalls, ich finde, Clipping ist so ein bisschen, macht das Spiel viel zu einfach. Ja, wir nehmen hier einen Treibstofftank, nehmen noch einen Treibstofftank, verbinden die, toll. Wir packen noch einen Treibstofftank drauf, markieren alle und können so praktisch unendlich Masse im selben Raum lagern. Wir könnten praktisch ein schwarzes Loch erzeugen aus Treibstofftanks. Deshalb finde ich, dass Clipping, also der Bug, ziemlich OP ist, bisschen sehr unnötig. Und ich bin auch eigentlich dafür, dass es entfernt wird. Aber für die Leute, die es eben mögen, die es brauchen und die nicht unbedingt Geld dafür bezahlen wollen, ist das dann ein bisschen doof natürlich. Also ja, viel kann ich nicht dazu sagen, weil ich in Gefahr laufe, dass ihr gegen meine Meinung seid. Also ich bin halt hauptsächlich dagegen,
gegen diesen Bug, gegen das Clippen. Falls ihr mir widersprechen wollt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr mir zustimmt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich bin auf alles bereit. Jedenfalls wurde das hier behoben. Man kann nicht mehr clippen. Sache ist aber die, man kann immer noch alles andere clippen. Also man kann hier immer noch Treibstofftanks zusammenpacken, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Also gut, kann ich nicht ändern. Jedenfalls soll das als Cheat, wie schon gesagt, wieder reingebracht werden. Aber nicht in diesem Update. Also das Feature wurde entfernt und noch nicht als Cheat hinzugefügt. Es soll auch irgendwann als Cheat hinzugefügt werden, aber irgendwann in der Zukunft, weil sich der Developer nicht ganz sicher ist. Ja gut, das können wir jetzt leider nicht weiter ändern. Und dann schauen wir uns einfach das nächste an. Zwar habt ihr es schon gesehen hier in der Einstellung Infinite Build Area. Ich zeige euch mal ein Video dazu. Schönes Video, oder? Man kann einfach den Bauplan unendlich groß machen. Das ist natürlich die Gefahr, dass man sich irgendwo im Bauplan verläuft oder so und dann nicht mehr zurückfindet, aber das Risiko muss man halt einfach eingehen. Jedenfalls, es gibt noch einen Bug, den man ausnutzen könnte. Und ich habe das gerade eben schon mal ausprobiert. Und zwar gibt es ja diesen einen Bug, dass man das so machen kann. Und so, und dann packen wir noch eins dahin. Und zwar so. Und dann versuchen wir es mal zu drehen. Das funktioniert nicht mehr. Also das wurde wirklich entfernt. Wenn man das hier dann gedreht hätte, wäre es teilweise aus dem Bauplan herausgeschossen. Aber ich zeige euch noch etwas. Wenn man hier ans untere Ende geht und so macht. Ha. Das funktioniert noch. Also Leute, der Bug ist teilweise noch drinne. Er wurde nicht ganz gepatcht. Macht irgendwie wenig Sinn, finde ich. Naja, okay. Jedenfalls wurde der Bug auch zum größten Teil jetzt gefixt, zumindest zur Hälfte. Und jetzt seid ihr wirklich nur noch in diesem Kasten hier drinne. Und ihr könnt nicht ein bisschen darüber hinausgehen. Okay. Mir ist es eigentlich relativ egal, also hier, Achtung, persönliche Meinung, mir ist es relativ egal, weil ich hauptsächlich eh hier drinne arbeite. Ja, wenn ich eine neue Rakete entwickle, ich benutze kein BP-Edit, also muss ich auch nicht nach draußen gehen. Also sage ich mir, so breit darf die Rakete sein und fertig ist. Und ja, ich benutze ja auch kein Clipping in meinen Raketen. Man kann auch ohne Clipping so viele Sachen machen. Ich meine, schaut euch meine SFS-Colony-Serie an. Ja, das sind schon fast 50 Folgen, wo ich ohne Klippen überall eine Kolonie aufbaue. Ihr schafft das auch ohne. Ja, also eigene Meinung, mal wieder. Ihr schafft das auch ohne. Schaut euch meine SFS-Tutorial-Serie an. Ich mache es ohne Klippen. Ich mache es ohne BP-Edit. Natürlich dieses eine Video zum Tutorial dazu. Also wie man BP-Edit machen kann und eben clippen kann. Da muss ich übrigens drunter schreiben, dass die Triebwerke nicht mehr funktionieren. Jedenfalls braucht man das nicht wirklich, um das Spiel noch spielen zu können. Das will ich damit sagen. Ihr braucht es nicht unbedingt. Und jetzt ist natürlich die Sache, es gibt natürlich Leute, die das auf jeden Fall machen wollen. Und auch gut finden, also clippen und so. Und ich kenne auch mehrere Leute, die ziemlich wütend auch darüber sind. Jedenfalls, tut mir leid für euch, man kann es nicht mehr ändern. Man kann es verhindern, falls ihr das Update noch nicht habt. Wie gesagt, ladet es einfach nicht runter. Und falls ihr es schon habt, tut ihr mir ein bisschen leid. Ich habe es auch schon, ich werde damit klarkommen. Jedenfalls haben wir jetzt noch eine wichtige Sache. Und zwar ja, ganz am Ende, wo niemand mehr zuschaut oder zuhört. Wir haben ja hier diese Expansion. Unter anderem hier die Möglichkeit, die ich gerade nicht habe, das zu kaufen. Das kostet 3 Euro.
Sache ist die, eigentlich wurde angesagt, dass diese Expansion 3 Dollar kosten wird. Also umgerechnet in Euro sind das 2,65 €. Okay, 2,65 € dafür, dass man unendlich viel Platz hat. Gut, ist ein bisschen schwierig. Ich würde es nicht machen und ich werde es auch nicht machen, solange es so teuer bleibt. Und ich werde auch irgendwann ein Video machen über all die Expansionen und ob sie sich lohnen oder nicht. Aber jetzt noch nicht. Ich will auch irgendwann Ferien haben und ich reg mich hier gerade auf, deshalb schwierig. Ja, jedenfalls haben wir das nicht. Also es hätte eigentlich 2,65 € gekostet. Jetzt kostet es 3 €, also einfach 35 Cent mehr. Dadurch steigt der Preis auf 3,4 Dollar. Also eine Menge. Das ist eine Menge Geld, das da ansteigt. Und kurz vor dem Update wurde von einem Moderator gesagt, dass das Update für die Leute, die in der 1.4 die Expansion hatten, dass diese Expansion günstiger wird. Ihr wisst, Leute, ich bin seit der 1.4 dabei. Schaut euch mein erstes Video an. Ich habe die Expansionsteile benutzt und es war die 1.4 und ich bezahle einen höheren Preis, als vorher angesagt wurde. Es wurde angesagt 3 Dollar. Jetzt sind es 3,40 € und ich hatte vorher die Expansion und ich bekomme das nicht günstiger. Ich frage mich langsam, ob Electronic Arts das Spiel gekauft hat. Aber naja, gut. Und eine weitere Sache ist, das war so eine ganz alte Sache. Ich habe ein paar Moderatoren erreicht, die mir ein Bild dazu schicken konnten. Und ich zeige es euch mal. Das erste ist in der 1.35. Und ihr seht, zukünftige Teile werden kostenlos sein. Gut, das mag sein, das hier sind keine Teile und ich bin auch nicht seit der 1.35 dabei, sondern erst seit der 1.4. Aber dann schaut euch das mal an. Das ist von der 1.4 und da steht, zukünftige Updates werden kostenlos sein. Und nicht nur das, schaut euch den Punkt 2 an. Die Spieler werden nicht vollgespammt, wenn eine neue Sache zur Verfügung steht, die man kaufen kann. Schaut euch die neue Expansion an. Das ist jetzt hier eine Expansion. Man könnte es auch als DLC bezeichnen und nicht als Update. Aber was ist sonst noch in diesem Update? Dieses Update war eigentlich dazu gedacht, die Partikel und die Geräusche zu erneuern. Davon hört man nichts. Also wortwörtlich, man hört nichts davon. Man hört keine neuen Sounds. Man sieht auch nicht wirklich was Neues. Das mit dem Screenshaking und mit dem Wiedereintritt mit den Geräuschen und mit den Lichtern, das war ja schon vorher. Das ist nicht die 1.54. Das war die 1.53, aber jetzt nicht. Also da wurde wirklich nichts Neues gemacht. Stattdessen wurde das hier hinzugefügt. Eine Frechheit, die ich mir nicht mal kaufen kann, weil ich habe nicht die Möglichkeit dazu gerade. Eine absolute Frechheit. Der Preis wurde maßgeblich gesteigert um fast einen halben Dollar. Die Leute, die vorher die Expansion hatten, wurden einfach um ihre Vorteile geprellt. Und zudem an alle Leute, die Klippen eben mögen, ja, vergesst es. Ihr könnt nicht klippen. Es geht nicht mehr. Ihr könnt immer noch BP-Edit betreiben. Und ich glaube, das geht auch noch mit den Triebwerken. Ich habe es nicht probiert, könnt ihr selber probieren. Jedenfalls ist dieses Update Mist. Absoluter Mist. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde, dieses Update, dieses 1.54 Update ist Mist. Und daran wird sich auch nichts ändern. Das ist so ziemlich eine Schande. Eine Schande in der Geschichte von so einem großartigen Spiel, das ich jetzt auch schon inzwischen 3,5 Jahre spiele. Also ich habe natürlich, bevor ich mit YouTube angefangen habe, auch schon das Spiel eine Weile gespielt. Und ich war ein Riesenfan davon. Inzwischen wird es ziemlich schwierig, da nicht ein bisschen drüber beleidigt zu sein. Jedenfalls, ja. Was ist mit diesem Video, mit diesem wunderbaren, nervenaufreibenden Video hier
In meiner Woche, wo ich eigentlich Ferien machen wollte, seit 3 Jahren. Und das Update hat mir erstmal diese Woche versaut. Das Update hat mir irgendwie auch so ein bisschen die Lust am Spielen versaut. Dieses Update hat meine Hoffnungen, meine Erwartungen komplett zerschmettert. Vielleicht bei euch auch. Nochmal, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr meiner Meinung seid mit dem Klippen, dass es eigentlich relativ gut ist, dass es weg ist, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr gegen meine Meinung seid, schreibt es auch in die Kommentare. Bleibt aber bitte höflich. Danke. Also ihr müsst jetzt nicht rumschreien wie ein 10-jähriges kleines Kind, das total wütend darüber ist. Und ja, solche Leute gibt es auf dem SFS-Discord-Server. Jedenfalls genug mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Tschüss.